Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne, nach dieser wirklich voller Hass und Häme strotzenden Rede der Frau Malsack-Winkelmann fällt es wirklich schwer, wieder zum eigentlichen Thema zurückzukehren. Das will ich an dieser Stelle tun. Ich rede heute hier als Haushälterin der SPD-Fraktion für den Einzelplan 15, also für den Einzelplan des Gesundheitsministeriums. Der größte Teil dieses Einzelplanes, nämlich 14,5 Milliarden Euro von insgesamt 15,3 Milliarden Euro, fließt, wie gesetzlich festgelegt, in einen Gesundheitsfonds. Das heißt, wir hier im Parlament haben über die verbleibenden 770 Millionen an Steuergeldern, die wir zur Verfügung haben, zu entscheiden, wie wir diese einsetzen. Ich möchte ganz gerne auf ein paar Bereiche eingehen, die vor allem von dem Aufwuchs in Höhe von 68 Millionen Euro profitieren. Da wäre zum Beispiel das Robert-Koch-Institut. Und ich glaube, es ist an dieser Stelle auch wichtig, das Robert-Koch-Institut davon zu befreien, von den Besudelungen, die meine Vorrednerin hier versucht hat vorzunehmen und mit ihren kruden Kaffeesatzrechnereien ein wenig aufzuräumen. Kernaufgaben des Robert-Koch-Institutes sind tatsächlich die Erkennung, die Verhütung und die Bekämpfung von Krankheiten. Und hier werden Krankheiten auf allen Ebenen untersucht, von ADHS bis zur Zuckerkrankheit, vom Virus in der Körperzelle bis zum Übergewicht in der Bevölkerung. Und diese Erkenntnisse in ihrer ganzen Breite dienen tatsächlich als gute Grundlage, als sehr wichtige Grundlage für Prävention und Früherkennung. Also reden wir hier über 125 Jahre Erfolgsgeschichte. Und ich freue mich, dass wir in diesem Haushalt 17 Millionen mehr Euro einstellen werden für das Institut. Dazu passt auch der neue Titel für Projekte und Maßnahmen zur Stärkung der Patientensicherheit. Herr Minister, hier geht es unter anderem um Aufklärung und um Maßnahmen, zum Beispiel zur Vermeidung von Krankenhausinfektionen und von Antibiotikaresistenzen. Hier wollen wir in diesem Haushalt erstmalig 5 Millionen einstellen und 7 Millionen in ein insgesamt 9 Millionen Verpflichtungsermächtigungen. Und das halte ich für eine gute Sache, nicht nur, weil es notwendig ist, bessere Maßnahmen zur Verhinderung von Infektionen und Krankheiten zu ergreifen, sondern auch noch aus einem ganz anderen Grund. Ich glaube, es ist wichtig für die Bevölkerung, mit manchen Ängsten nicht aufzuräumen, sondern besser zu informieren. Weil oftmals sind die tatsächlichen Gefahren nicht bekannt. Aufklärung ist hier besonders wichtig. Und wenn sie dann vom Gesundheitsministerium kommt, ist sie glaubwürdig und seriös und vermeidet nicht nur Erkrankungen, sondern vielleicht auch den ein oder anderen unnötigen Arztbesuch. Wir haben einen weiteren Titel im Haushalt, der gerade uns von der SPD-Fraktion besonders freut. Das sind 8,7 Millionen Euro für die Unterstützung der durch Blutprodukte HIV-infizierten Personen. Hintergrund des Titels ist, dass es Anfang der 80er Jahre einen sehr großen Skandal in Deutschland gab, den sogenannten Blutprodukteskandal. Von 1981 bis 1984 wurden aus Kostengründen nicht hitzebehandelte Blutprodukte verwendet. Und mehr als 4000 Menschen, wahrscheinlich ist die Dunkelziffer noch viel größer, insbesondere Bluter, infizierten sich damals durch verunreinigte Gerinnungspräparate mit HIV, mit Hepatitis B und mit Hepatitis C. Und ich will noch mal kurz auf meine Vorrednerin eingehen. Ich finde es wirklich widerlich, dass sie diese Krankheiten und die Schicksale, die dahinter stehen, für ihre Hasstiraden gegen Migranten missbraucht an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, seit 1995 erhalten die Betroffenen Leistungen, bislang aus einer Stiftung. Und diese Stiftung war auf freiwillige Zuwendungen der Pharmaindustrie und des Deutschen Roten Kreuzes und der Länder angewiesen. Und nun ist es endlich gelungen. Und ich sehe meine Kollegin Bärbel Baas von meiner Fraktion. Ich weiß, dass sie sich da ganz besonders eingesetzt hat und möchte ihr an dieser Stelle wirklich meinen herzlichen Dank aussprechen. Denn es ist endlich gelungen, dass wir ab 2019 durch den Bund diese Leistungen übernehmen. Und wir von der SPD-Fraktion, wir wollen, dass wir in den Beratungen zum Haushalt 2019 uns diesen Titel noch einmal anschauen und auch schauen, ob die Höhe
noch angemessen ist oder ob wir hier vielleicht noch mehr Unterstützung leisten sollen. Ja, meine Damen und Herren, schon in der nächsten Sitzungswoche werden wir uns nicht nur mit dem Haushalt beschäftigen, sondern mit zwei weiteren sehr wichtigen Gesetzen aus dem Bereich der Gesundheit. Über das Versichertenentlastungsgesetz ist schon vieles gesagt worden. Vor allem mein Vorredner aus meiner Fraktion, Herr Lauterbach, hat schon darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass wir gerade die Solo-Selbstständigen unterstützen. Ich will noch einmal betonen, es handelt sich hier nicht immer um Berufsanfänger. Ich weiß gerade auch aus meinem Wahlkreis, aber auch wenn man sich hier in Berlin umschaut, es gibt unglaublich viele Solo-Selbstständige, für die wir auch, wir sind froh, dass sie da sind. Sie beleben das Geschäft, ja, sie machen auch das Leben leicht, indem man eben immer noch den Metzger und die Friseuse um die Ecke besuchen kann. Und diese Menschen werden extrem entlastet, wenn wir zukünftig hier den Beitrag von 350 Euro monatlich auf 170 Euro senken. Ein letztes Wort noch zum Pflegepersonalstärkungsgesetz. In Wahlkreisreisen habe ich wahrscheinlich wie Sie alle auch mit Pflegerinnen und Pflegern gesprochen. Und ein Gespräch hat mich da besonders beeindruckt. Ein Pfleger aus meinem Wahlkreis, der 7 Tage die Woche im Dreischichtsystem arbeitet als Pfleger und mit einem Nettoeinkommen von 1500 Euro nach Hause geht. Der hat zu mir gesagt, Frau Steffen, ich freue mich, wenn Sie etwas für die Pfleger tun, sodass wir in Zukunft damit rechnen können, dass unsere Arbeit die Wertschätzung erhält, die sie braucht. In diesem Sinne wünsche ich uns gute Beratung, freue mich auf die folgenden Sitzungswochen und vielen Dank fürs Zuhören. Die Kollegin Nicole Westig spricht nun für die FDP-Fraktion.